Intermezzo 1938. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Und auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ordentliche Sammlung, okay. Wir haben noch safe bestimmt so viele Trophäen. Wahlkampf 1938, ah. Da sieht man dann Demokratie halt, ne? Gab's Probleme? Nein, Boss. Keine Probleme. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom?
War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kam an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch, hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Polly ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinny einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Vinny die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Na, Hübscher. Ladies. Deine Frau hat dich nicht verdient, weißt du das? Der Schatz. Ja, mal zu Enzo. Hey, Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen, also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Ganz oben ist abgesperrt. Dafür ist der Schlüssel. Oh, wir müssen zum Gefängnis. Ein Taxi. Wo ist meine Lieblingskarre? Ah, das ist die. Die ist so geil. Die ist so gut, Mann.
Weg ins Gefängnis. Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Die Kanalisation und dann geradeaus. Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Boah! Nicht, dass irgendwo Ratten hinkommen. Bist du ein Kopf? Da kommt die... Nein. Und keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Ich warne dich. Markierungen. Ja, sehr geile Kamera. Kamera-Grafik. Kamera-Anzeige. Oh Gott, Alter, wird mir schlecht. So. Wo geht's jetzt weiter? Hier geht's nicht mehr weiter, okay. Zu. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Hey, Cop, es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Da kommt jemand. Boah, das erinnert mich jetzt gerade hier voll an Last of Us wieder hier, ne? Gar keinen Bock auf das Game. Siehst du da wieder nur Schimmelpilze auf dem Kopf? Einer da am Kotzen?
Boah, die macht mir Angst, Alter. Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Ich hatte einen Job. Einen guten Job. Hören Sie auf, mich zu beurteilen. Komm schon. Komm schon. David, bist du's? Ach komm. Vor mir kannst du dich nicht verstecken. Auf die Fresse. Verdammt, nein! Du bist eine Niete! Komm ich hier rein? Ich will den Sticker aufmachen! Ich will den Sticker doch haben. Um uns rauszuwerfen. Ist der Wachturm in der Nähe? Ganz nah. Der Aufzug ist kaputt, aber du kannst die Treppe nehmen. Okay. Ah, das liebe ich doch. Berichte von Schüssen bei Turnbulls Rede. Turnbull ist getroffen. Der Schuss kam vom alten Gefängnis. Alter, was passiert? Mist.
Scheiße. Wie lange war ich weg? Kommt man jetzt hier runter? Ich hab was gesehen, ich bin mir sicher. Passiert nichts. Hä? Achso. Nehmt alle fest, die ihr seht. Die Polizei. Es ist die Polizei. Ich habe keine Waffe. Scheiße. Wo soll ich denn entkommen? Ja, das hilft jetzt mir auch nicht weiter. Das hilft mir leider auch nicht weiter. Wieso nimmt er nicht die Waffe? Wieso? Freund,
Wieso nennt ihr nicht die Waffe, Mann? Nehmt alle fest, die ihr seht! Die Polizei! Es ist die Polizei! Uns holt ihr nie hier raus. Das gehört uns. Versteckst du dich im Kopf? Gebrauch, du bist umstellt! Es gibt kein Entkommen! Hier sind alle Kopf der Stadt! Turnbull war ein guter Mann! Klar? Ein guter Mann! Nichts. Polizist am Boden! Versuchen wir es hier drüben. Ich versuche es dort. Wo steckst du? Es gibt kein Entkommen! Hier sind alle Cops der Stadt! Turnbull war ein guter Mann! Klar? Ein guter Mann! Versuchen wir es hier drüben. Hab ihn!
endlich die Knarre auf mich richten? Endlich sind wir aus diesem Kackgefängnis raus. Boah. Mal wieder ein super geiles Auto zum Lenken. Ich glaub das mir nicht, aber das ist ehrlich nicht mehr normal, Alter, mit dieser Steuerung. Alter. Hilfe. Mehr fahren, Alter. Ich kann einfach nicht fahren. Die haben, glaube ich, diese Spikes draufgelegt, ne? Einfach Spikes. Auch fahren wir wie GTA hier. Einfach hoch. Hier. Steig aus. Kollegen auf Central Island. Verdächtige ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Oh, komm. Boah, komm schon. Dass sie nicht ohne Panzer unterwegs sind. Karren hier loswerden. Ja, super. Ich habe mal super losgeworden. Ich war mal super losgeworden, Alter. Echt realistisch gemacht, ja. Tja, echt realistisch gemacht. Zum ersten Hindernis. Das ist die Abschüttung. Wow, wie viele unterwegs sind, ne? Das ging sehr schnell. Boah, ein Glück, ey. Hey, du bringst noch jemanden. Mal so eben den Kandidaten, der zum Präsident oder was weiß ich gemacht werden sollte. Wie John F. Kennedy-Manier.
aber jemand hat einen Polizeiwagen gestohlen. Ja und? Kollegen auf Central Island, Verdächtiger ist verschwunden. Weiter patrouillieren. Muss ich die ganze Zeit um diese Polizei herumfahren, damit die mich nicht sehen, Alter. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole. Suche beenden. Zurück zur Patrouille. So, Freunde, endlich haben wir es geschafft, ey. Boah, war das eine Fahrt, ey. Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter.
Scheint, als hätte jeder zwei Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Da ist das Kapitel abgeschlossen. Wahlkampf. Herrliche Aussicht.